Schön, dass ihr alle da seid. Wir stellen uns erstmal gleich einmal vor. Und zwar sind wir vom Deutschen Hanfverband Thüringen, Darmstadt, Braunschweig und Cannabis Social Club Lübeck. Und wir werden euch heute auch eine kleine Einführung geben, wie soll denn am Ende auch die Legalisierung aussehen, also auch im Sinne von Cannabis Social Clubs und wie früher halt auch die Geschichte zur Prohibition oder generell von Cannabis war. Werden wir euch ein bisschen abholen und im besten Fall sogar aktivieren, dass ihr am Ende auch aktiv werdet und auch ein bisschen mehr politischen Druck dann machen, gemeinsam auf der Straße, vor Ort, in unseren Städten, damit wir auch tatsächlich eine legale Abgabe haben können. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Vorstellung. Genau. Zu meiner Wenigkeit, ich bin der Philipp vom Hanfverband Darmstadt, treibe da so mein Unwesen im Südhessen, im Rhein-Main-Gebiet. Und genau, freue mich heute dabei zu sein. Gebe gleich rüber zum Pierre. Ja, moin moin, ich bin Peer aus Lübeck. Ich habe den Cannabis Social Club in Lübeck gegründet, zusammen mit einem Freund, und möchte euch daraus ein bisschen was erzählen, was ich dort schon für Erfahrungen gesammelt habe. Ja, ich bin Friedemann Söffing aus Weimar, Mitbegründer der Ortsgruppe Thüringen und auch jetzt eines Cannabis Social Clubs. Und ich freue mich heute, Ihnen etwas über die Geschichte von Cannabis Social Clubs zusammen mit dem Peer zu erzählen. Ja, genau. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich habe uns nur als Gruppe vorgestellt. Ich bin Betül Asra, auch vom Deutschen Hanfverband aus Braunschweig. Habe da auch die Gruppe mitgegründet und bin halt mit den Jungs hier aktiv. So. Und du fängst an dann. Genau. So. Wir machen wirklich nur einen kurzen, kleinen Abriss zur Geschichte und fangen einfach direkt mal an. Genau, aber vorab gerade nochmal die kleine Übersicht, dass ihr wisst, über was wir gerade heute nochmal thematisch sprechen. Wir reißen mal die Geschichte vorab an, dann gehen wir rüber zum Stand der Dinge. Wie sieht es denn aktuell aus mit den Social Clubs? Was ist umsetzbar? Was ist vielleicht noch Zukunftsmusik? Und gehen dann eben auf die Zukunftsmusik ein bisschen ein. Mit dem Ausblick für die Vereine, haben noch ein paar Fragen immer mal zwischendrin eingebaut, von daher darf gern ein bisschen interaktiv mit euch sein als Publikum, dürft gern mal eure Stimmung abgeben und laut werden bei der einen oder anderen Frage, je nachdem wie es zeitlich passt, binden wir euch da gern auch nochmal ein, dass wir mal ein, zwei Stimmen aus dem Publikum wahrnehmen können. Genau. Zur Geschichte. Natürlich hat Cannabis eine sehr viel ältere und längere Geschichte, als wir jetzt hier heute anfangen werden. Bei uns geht es aber wirklich erstmal nur um die Social Clubs, also das, was wir heute auch wirklich nachweisen können, belegen können, dass sich da schon Menschen zusammen zum Anbau und zum Konsum getroffen haben. Beginnt in der Prohibitionszeit in den Staaten, 1920. Da werden die sogenannten Teapads eröffnet oder werden populär. Und dann machen wir eigentlich auch schon einen ziemlich großen Sprung in die 2000er Jahre, 2005. Wo Encod für den spanischen Raum ein CCC-Konzept entwickelt hat, was es bis heute auch immer noch gibt. Encod setzt sich auch hier in Deutschland sehr dafür ein, also europaweit, auch so ein ähnliches Konzept auch bei uns einzuführen. Wir zum Beispiel, also jetzt als CSC Weimar, sind da auch sehr großer Fan von, weil es immer um einen nicht kommerziellen Ansatz geht. Was ist denn generell Encod? Nur gerade mal, dass man das Publikum nochmal abholt. Gerade vielleicht ein, zwei Worte zu Encod selbst. Wo agieren die? Was ist generell das Ziel von Encod? Ja, Encod ist eine NGO, die europäischweit tätig ist. Sie haben den Kodex zusammen entwickelt mit mehreren Leuten. Also dort gibt es natürlich im spanischen Raum ganz viele Gruppen, die sich dafür interessiert haben. Gehen wir später nochmal drauf ein, wer da genau tätig war. Und Encod selber ist jetzt meine ich in Deutschland. Und hat aber auch europäisch mehrere Standorte. Generell Schwerpunkt dann Drogenpolitik, international und aktiv sein. Ja.
Hier haben wir auch schon die erste Frage, die wir euch stellen möchten. Und wir haben das Prinzip, dass ihr alle mit uns zusammen klatscht, je nachdem, welche Frage auf euch zutrifft oder womit ihr euch halt am meisten, also wo ihr zustimmen würdet. Und zwar ist hier auch so die Frage erstmal, woher kommen denn überhaupt die CSC? Ich gehe das einmal durch und danach würde ich A, B, C sagen und dann könnt ihr klatschen, damit wir dann auch so ein Stimmungsbild haben aus dem Publikum, wie weit euer Wissensstand oder eure Meinung ist. Klar? Okay. Also, woher kommen die CSCs? A, Studenten aus Tschechien mit kollektiver Versorgung. B, Mediziner aus Israel für Menschen in Altersheim. C, Mütter von Junkies versorgen Kinder mit sauberem Cannabis. Also, wer ist für A? Okay, wer ist für B? Okay, wer ist für C? Wir hätten die Antwortmöglichkeiten tatsächlich ein bisschen provokanter formuliert, damit man da mal ein bisschen hier mal das ein oder andere System ein bisschen auf den Kieker nimmt. Tatsächlich war aber richtig dann die Antwortmöglichkeit C. Wir könnten ja gerade nochmal zurückgehen. Will einer von euch beiden gerade nochmal was zur Lösung verraten? Genau, und zwar besonders in Spanien gab es eine große Heroinwelle, worauf die Mütter reagiert haben, indem sie ihre Kinder irgendwie praktisch von diesen harten Drogen wegbekommen wollten und haben dafür dann tatsächlich angefangen, Cannabis anzubauen und praktisch diesen Entzug selber zu begleiten mit Cannabis, wo man heute wieder Studien hat jetzt inzwischen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, es waren so um die 60% von Usern harter Drogen, die nachher in Begleitung mit Cannabis sozusagen nicht wieder rückfällig werden auf diese harten Drogen, was schon eine krasse Zahl eigentlich ist. Und inwiefern haben dann auch die Mütter auch das Homegrow im Garten oder zu Hause auch tatsächlich gemacht? Wie war das damals? Es war ja auch schon kriminalisiert oder beziehungsweise ist. Ja, das fand natürlich mehr im Untergrund statt. Also das war nicht unbedingt möglich, dort das da durchzusetzen, weil natürlich auch die Rechte dementsprechend nicht vorhanden sind. Und damit haben sie dann sauberes Cannabis bekommen und nicht vom Schwarzmarkt. Genau. Wir springen nur ein bisschen weiter nach, auch nur räumlich sogar auch ein bisschen weiter nach Belgien. Hier hat sich 2006 der erste belgische CSC gegründet. Der Trekhoef Plant hat bis heute noch einige Fans, hat dann aber, also es gab in Belgien, von Lieber Roman, es gab in Belgien eine gewisse Rechtsunsicherheit und auch ein, zwei Entscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass sich halt Menschen gesagt haben, okay, wir können uns eigentlich zusammenfinden und wollen auch zusammen anbauen. Das waren 350, 400 Leute ungefähr. Und die haben dann angefangen, diesen Club aufzubauen, sich einzutragen und so weiter und so fort. Und das ist dann aber in mehreren Instanzen dann nachher doch verboten worden, genau dieser Anbau. Es gab da oder sollte sehr, sehr hohe Gefängnisstrafen und Geldstrafen und so weiter und so fort geben. Und die sind ein bisschen eingedampft worden, aber trotzdem hat das praktisch die ganze Szene so sehr abgeschreckt, dass es offiziell auf jeden Fall keinen Anbau mehr gibt, wo sich 400 Leute treffen. Um anzubauen, weiß man natürlich nicht, was heute raus geworden ist, offiziell. Genau, dann ein nächstes Land, was in der Legalisierung auch schon relativ weit ist, zumindest in der Entkriminalisierung, Tschechien, die dann hat 2010 10 Gramm oder 5 Pflanzen freigegeben haben. Derzeit sind die Diskussionen um eine weitere Legalisierung auch noch da sehr am Köcheln. Also wir hatten so ein bisschen, ich persönlich hatte ein bisschen gehofft, dass die vielleicht sogar auch noch vor Deutschland ein bisschen vorwegziehen, aber was man jetzt so hört, die werden eher doch auf die Reaktion in Deutschland warten. Eine große CSC-Bewegung ist mir da auch noch nicht so bekannt. Genau, also nicht zumindest nicht im freien Raum. Also bedeutet das, dass ganz viele europäische Länder darauf warten, dass Deutschland den ersten Schritt mal macht, damit die anderen nachziehen, richtig? Genau, ja. Also es,
Es geht ja nicht nur um Rechtliches, sondern auch um den Handel und so. Also wie kann man sich dann nachher langfristig aufstellen als Produzent? Genau, gelangen wir gerade schon wieder bei der nächsten Frage an. Hier wollten wir euch mal fragen, ob die CSC den Schwarzmarkt zurückdrängen können. Ich denke mal, eventuell sind wir uns da einig, aber wir besprechen trotzdem mal die Antwortmöglichkeiten. Antwort A, ja, definitiv, der Schwarzmarkt könnte zurückgedrängt werden. Antwortmöglichkeit B, nein, das wird den Schwarzmarkt nicht zurückdrängen oder groß beeinflussen. Die Leute werden sich trotzdem noch über den Schwarzmarkt versorgen und denen sind die CSCs zu kompliziert. Oder es könnte eine gewisse Wirkung haben, aber es ist nicht vollständig eliminierbar, der Schwarzmarkt. Wer ist denn für Antwortmöglichkeit A, ist optimistisch, dass die CSCs den Schwarzmarkt wegdrängen können? Bei B, wer ist noch pessimistisch? Und C, ist noch unsicher? Ah, okay, alles klar. Ja, dann wartet ihr alle wohl noch, dass es alles mal ein bisschen konkreter wird von der Gesetzeslage, dass man mal absehen kann, dass ein CSC jetzt nicht nur ein Vereinsbild darstellt, sondern auch mal wirklich eine Abgabemöglichkeit. Ich verstehe schon. Vor allem nicht exklusiv. Genau, unser Ansatz, vielleicht kannst du dann auch noch was dazu sagen, willst du noch was dazu sagen, ist, oder so als angehende CSCs, dass wir natürlich schon versuchen wollen, ein wirksamer Hebel zu sein, aber dass wir das definitiv nicht alleine stemmen können und werden, sondern dass es auch eine große, breite Legalisierungsbewegung dafür braucht. In jedem Fall. Hier kommen wir auch nochmal auf das Thema NCOD zurück. NCOD hat zum Beispiel auch einen Kodex entwickelt für CSCs. Dort sind auch non-kommerzielle Ansätze festgehalten. Mitunter auch die Transparenz, die Demokratie und natürlich ist das weltweit bekannt. Also das Konzept ist überall. Genau. Wo haben wir denn schon CSCs? Uruguay, Schweiz, Kanada, Südafrika, Spanien. Je nachdem, wie immer so natürlich die lokalen gesetzlichen Gegebenheiten sind, ist das etwas ausgeprägter. Uruguay zum Beispiel ist relativ restriktiv, Spanien haben wir ja schon so ein bisschen gehört. Dort geht es sehr von diesem Non-Commercial-Ansatz bis hin aber auch sehr kommerzielle Sachen und auch, also für mich ein paar Nachrichten, die mich immer so ein bisschen stutzig machen, ob das wirklich so schön funktionieren kann. Werden wir sehen. Also ich hoffe, dass es bei uns eher ein non-kommerzielles Konzept auch bleiben wird durchgängig. Sprich non-kommerziell, dass angebaut wird zum Selbstkostenpreis, wird es dann auch weitergegeben an die Mitglieder, dass genau. Da jetzt kein großes Branding drauf ist und das zu irgendwie Wucherpreisen verkauft wird, nur weil es dann die Marke gerade beliebt ist. Verstehe. Genau, 2015 in Slowenien. Ich glaube, da zu dieser Folie könntest auch du insgesamt ein bisschen mehr sagen, Pierre, wenn du möchtest. Ja, 2015 in Slowenien ist der CST Maribor für 1 Kilogramm THC-Extrakte und 5 Kilogramm CBD-Extrakte freigesprochen worden. Die haben tatsächlich ganz viele Patienten zusammengesammelt und sich dort dann ein Konzept ausgedacht, wo sie auch Growboxen und halt Gerätschaften mit verliehen haben. Das Ganze ist dann natürlich ziemlich gegen die Wand gefahren und wurde dann natürlich von Richterseite auch alles angeklagt. Sie wurden zwar freigesprochen, aber das war ein ziemlicher Kampf, bis sie denn da ankamen. Ja, und man kann sagen, heute ist es in Slowenien auch immer noch fragwürdig, ob es CSCs in Zukunft dort geben kann. Und das war so eine der bekanntesten Geschichten, die da in Slowenien passiert sind. Hört man denn sonst regelmäßig mal wieder von neueren ähnlichen Szenarien oder geht es da mittlerweile schon wieder etwas fortschrittlicher zu, jetzt wo 8 Jahre verstrichen sind? Kannst du da vielleicht was aus Slowenien noch sagen? Also ganz aktuell ist in Slowenien nichts bekannt, was da beispielhaft nach vorne geht. Da ist jetzt halt dieses Negativbeispiel im Raum und ich glaube, das schreckt viele zurück. Hoffen wir mal, dass in Deutschland dann jetzt nicht einmal CSCs erlaubt werden, aber ohne klare Regeln und dann tut sich jahrelang nichts. Genau, 2015 in Österreich haben sich auch mehrere Social Clubs zusammengefunden, auch 2015 in den Niederlanden.
Zu Österreich könntest du, glaube ich, wieder ein bisschen mehr sagen. Ja, in Österreich gibt es mehrere Clubs, einige ältere, einige jüngere. Was viel interessanter ist, in meinen Augen, ist die Niederlande, der Tree of Life. Beim Tree of Life hat man auch wieder ein Exempel statuiert. Dort war es auch sehr, sehr lange, dass die mit den Behörden gesprochen haben und auch versucht haben, das alles öffentlich durchzuziehen. Aber dann wurde auch wieder richterlich beschlossen, dass es nicht unter die Duldungsverordnung fällt. Und demnach heißt es, man kann natürlich Pflanzen growen, man kann auch entkriminalisiert Cannabis besitzen, man kann es konsumieren, aber man darf es nicht im Social Club anbauen. Ja, kommen wir zum Stand der Planung. Das ist mein Thema. Seit Veröffentlichung mit Karl und Cem Özdemir sind die Wartelisten unserer Vereine vollgelaufen. Also ich kann ja mal von unserer Seite sagen, wir sind heute ungefähr 49 Leute, nein, exakt 49 Leute. Wir haben aber eine lange Warteliste und täglich tröpfeln immer mehr Anfragen rein. Also das sind mal am Tag 10, mal sind es 2. Und wenn mal wieder politisch was los ist, zum Beispiel bei uns in der Stadt, machen wir dann mit der Lübecker Nachrichten irgendwie einen Artikel, dann kommen auch mal 30 am Tag. Also wir haben lange Wartelisten und ich glaube, das geht allen CSCs im Moment so. Wohingegen allerdings die Stigmatisierung nicht so sehr abnimmt. Das merkt man immer wieder. Also wir wurden zum Beispiel zum Stadtfest eingeladen. Dann haben wir uns da mit dem Vorstand unterhalten und der Vorstand hat dann gesagt, okay, CDU-Stand können wir machen, Bierstand können wir machen, aber was will der Cannabis Social Club auf dem Familienfest? Hatten wir auch neulich in Darmstadt ein ähnliches Szenario. Wir wollten einen Infostand anmelden. Das war gerade noch so um nach der Weihnachtszeit, frisch nach Neujahr. Wollten da bei Eiseskälte freiwillig Aktivismus betreiben, einen Infostand anmelden. Aber dann hieß es von der Stadt, Cannabis, das ist ein Thema, das ist doch noch gar nicht legal. Macht das mal nicht. Wir verwehren euch den Infostand, den könnt ihr so nicht anmelden. Haben sich aber gar nicht mit der Thematik beschäftigt. Also wenn sich da irgendein neuer Brauer mit einer neuer Brausorte hingestellt hätte, hätte da irgendwas bewerben wollen, hätte es vielleicht eher geklappt. Hoffen wir mal, dass es bei Cannabis in Zukunft dann auch einfacher wird und weniger stigmatisiert. Du meintest auch gerade, dass sich mehrere Leute auch bei euch melden und auch bei anderen Cannabis-Social-Clubs, die überlaufen werden, weil es gibt ja noch nicht so viele, es gibt zwar welche Gründungen, aber wirklich grundfest sozusagen gibt es ja 15 Stück oder sowas deutschlandweit, soweit ich weiß, da kommt ihr gleich nochmal dazu. Wie melden die sich denn bei euch? Also wie kann man euch denn erreichen oder was bedeutet das? Ja, da ich aus dem Marketing komme, habe ich natürlich viele Kanäle dafür erstellt. Also Twitter ist natürlich für den Weedmob bekannt, sagt wahrscheinlich einigen was, die regelmäßig DAV gucken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Instagram, das ist sehr beliebt. Facebook ist eher tot, aber die meisten kommen hauptsächlich über die Webseite. Da leiten wir alles drüber, dann haben wir einen E-Mail-Kanal, da haben wir das dann zentralisiert und dann können wir das auch verteilen und wieder abarbeiten. Also sprich der altbewährte Newsletter, Benachrichtigungen an die Mitglieder per E-Mail, um so auf den Laufenden zu halten, ist dann wohl auch für die Zukunft ein Kanal, den man weiterhin bespielen sollte. Unbedingt. Ja, wie kann man sich in CSTs beteiligen? Zum einen sind wir natürlich aktiv, wie schon gesagt, wir versuchen auf Stadtfeste zu kommen, wir wollen auch mal öffentliche Stände machen, wir sitzen in der Fußgängerzone, wir suchen das Gespräch mit anderen Vereinen, es gibt natürlich viele alternative Vereine, die uns offen empfangen würden, da Kooperativen zu machen. Wir versuchen im Club natürlich auch zu berechnen, was wir da vorhaben, wir fragen unsere Mitglieder, wie viel sie an Konsum haben. Und berechnen natürlich daraus irgendwie auch eine Pflanzenanzahl und versuchen auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Leute schon Sorten kennen. Die meisten kennen überhaupt keine Sorten. Das ist ein großes Problem, dass die Leute halt immer nur Cannabis kaufen oder Gras oder Haze oder halt sowas in der Richtung, aber gar nicht wissen, welche Sorte sie konsumieren, welche Inhalte da drin sind, welche Terpene. Das ist alles immer noch sehr fragwürdig und da hoffen wir uns natürlich in der Zukunft viel mehr von. Dementsprechend gehen unsere Kontakte in alle Richtungen. Also wir haben Angebote aus der Schweiz, die sich melden, irgendwelche Labore. Es gibt Leute von der Drogenseite, die Suchtaufklärung kommt auf uns zu. Wir gehen auf die Bürgermeister zu. Also es geht wirklich in alle Richtungen, wo wir versuchen, Fuß zu fassen. Wir werden nicht überall mit offenen Armen empfangen. Also der Bürgermeister hat sich lange nicht gemeldet. Aber wir haben das Glück, wir sind in Lübeck. Der Rechter, Recht auf Rausch, Neskovic heißt er, der kommt auch aus unserer Stadt und zu dem haben wir zum Beispiel schon mal Kontakt aufgebaut. Und das ist eine ziemliche Größe, wer den kennt, da sind wir sehr stolz drauf. Wenn wir den noch zum Ehrenmitglied machen, wäre das super.
Also heißt das, dass ihr auch generell jetzt schon guckt, welche Interessen oder beziehungsweise Bedarfe die Mitmenschen dann auch haben, damit ihr das jetzt schon mal so vorbereiten könnt oder was? Ja, also bei uns jetzt in unserem Fall in Weimar zum Beispiel, wir fragen auf unserer Website natürlich pseudonymisiert jetzt auch schon mal so ein bisschen den Bedarf ab. Ergeben sich halt ganz, ganz interessante Kurvenzahlen jetzt schon. Aber auch das, was du zum Beispiel gemeint hast mit der Sorte oder mit den Sorten, möchte ich auch nochmal da erweitern, nämlich die Anbauform interessiert nämlich eigentlich auch viele. Also ob jetzt Outdoor, Bio, wie auch immer. Die haben aber auch, also sie sagen das auch von sich aus selber, dass sie halt auch keine Ahnung davon haben, in welchen Größenordnungen das dann nachher stattfinden muss. Also diese Professionalisierung, die jetzt dann natürlich auch hinterherziehen muss mit so einem Verein. Ja, und da haben wir auch schon mal ein Ergebnis dieser Umfragen. Einfach mal, damit ihr ein paar Zahlen habt. Also so der Mittelwert bei uns im Club liegt so bei 43,5 Gramm pro Person. Im Schnitt sind das dann 41,1 Gramm, immer pro Monat gerechnet. Minimal gibt es natürlich auch Leute, die gar nicht konsumieren. Die haben wir jetzt natürlich rausgenommen, damit die Statistik nicht verfälscht wird. Also sind wir so bei 5 bis 10 Gramm. Und maximal hat tatsächlich einer der Patienten gesagt, 150 Gramm wären schon schön, dann müsst ihr nicht zur Apotheke laufen. Also ich kann diese Zahlen, wie gesagt, auch, wir haben, sind unterschiedliche Umfragen und wir haben die fast zahlengleich. Also unser Maximum lag, glaube ich, bei 140 und genauso auch dieser Einschnitt unter diesen 10 Gramm wird es derzeit schon mal einfach kein Interesse geben. Und welchen Stand sagt gerade die Politik in deren Auslagen? Wir haben gerade 50 Gramm pro Person und du darfst 25 Gramm einmal holen und nochmal 25. Unter 21 ist es allerdings nochmal anders. Da darfst du, glaube ich, nur 25 insgesamt haben oder 30, glaube ich. 30 sind es. Also nach dem derzeitigen Entwurf, den wir da vorliegen hatten. Genau, da sind wir auch schon beim Thema. Der derzeitige Entwurf ist eigentlich kein Entwurf, sondern es ist ein Leak. Dieser Leak hat einen großen Einfluss auf unsere ganze Bewegung gehabt. Wir merken das zum einen, wenn wir einladen, wir haben ja unsere Wartelisten, wenn wir die Leute einladen, die schrecken jetzt mittlerweile zurück und kommen nicht, melden sich nicht mehr. Also man lädt 20 Leute ein und 5 kommen noch. Vorher waren sie alle heiß drauf, wann geht's los, wann habt ihr Termine, fragen auch dreimal an, habt ihr schon wieder neue Termine, kommen dann halt auch bei uns auf dem offenen Discord und fragen dann da halt, hey, am Motor ist bei uns Stammtisch und fragen wieder, wann sind Termine, Termine, Termine. Aber jetzt nach dem Leak ebbt das so ein bisschen ab, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, nach außen hin, versuchen wir natürlich auch die Registereinträge zu kriegen. Ich habe da von mehreren CSCs gehört, also es betrifft Lübeck, München und auch noch andere, dass tatsächlich beim Amtsgericht auch im Schreiben drin steht, wir brauchen von Ihnen einen Nachweis über den Dünger. Wir brauchen von Ihnen Nachweise zu X und Y. Wir brauchen das Führungszeugnis von dem Vorstand. Also solche Sachen stehen da mit drin. Und das ist ja noch nicht rechtskräftig und dementsprechend wird man sogar von der Amtsseite stigmatisiert in meinen Augen. Wir werden uns natürlich dagegen wehren, der Ausgang ist aber noch ungewiss. Wann würdest du sagen, ist da der nächste Step, wo man wieder mit einer großen Entscheidung oder irgendwie was Interessanten, Neuen an Informationen rechnen kann? Da hieß es ja mal was mit Sommerpause vor, danach. Also das wäre natürlich auf sehr, sehr die DHV-News verfolgt, sehr aufmerksam. Der hat das bestimmt schon auch mitbekommen, dass auf jeden Fall jetzt der nächste Gesetzentwurf erst nach der Sommerpause kommen wird. Und ich kann das mit dieser Stigmatisierung, mit der Benachteiligung auch nochmal aus Thüringen so ein bisschen berichten. Man merkt das schon allein daran an den Bearbeitungszeiten. Also normalerweise haben wir immer so 2-3 Wochen, bis eigentlich so eine Vereinsgründung dann langsam durchgehen sollte. Wir haben jetzt schon Vereine, die warten 4-5 Wochen und wahrscheinlich wird das auch sehr viel länger dauern. Ob jetzt zum Beispiel die Behörden noch selber warten, das können wir jetzt natürlich nur mutmaßen, so auf diesen nächsten Step. Ja, kann ich auch noch mal was zu sagen. Ich weiß, dass ein CSC zum Beispiel das Ganze auf Eis gelegt hat, zusammen mit dem Amt. Die haben sich darauf geeinigt, dass sie erstmal auf News warten. Das ist ja zumindest auch semi-kooperativ. Die Behörden sind sich dann vielleicht doch in ein, zwei Städten da mal selbst so, so ehrlich und sagen, komm, das lassen wir mal lieber. Verstehe. Ja, wie vorhin schon angemerkt, es gibt natürlich auch einen großen Andrang aus der Wirtschaft. Es war natürlich geplant, dass wir auch mal Shops kriegen.
Die ganzen Leute haben sich natürlich darauf vorbereitet, ihre Angebote an die Shopbetreiber zu geben. Dementsprechend kriegen wir neben Mitgliedsanfragen auch ganz, ganz viele Anfragen aus der Wirtschaft. Da wird alles Mögliche angeboten. Das geht von Grindern mit Logos bis hin zu Visitenkarten, Laboren, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und da gibt es halt eigentlich keine Grenzen. Also wir werden vom Schweinebauer angerufen, der sagt, er möchte seinen Schweinestall haben. Wollen wir da nicht Cannabis irgendwie drin growen? Oder es kommen Leute halt mit irgendwie ein Gewächshaus, was 400 Quadratmeter ist, wo wir 50 Leute im Moment haben, ist das natürlich ein Witz. Was ich da auch sehr interessant finde, die Angebote, die, natürlich versucht man sich darauf ein bisschen einzustellen und so, aber gerade die, die jetzt schon Software und so Verwaltungszeug anbieten, ich persönlich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil also man kann sich natürlich darauf jetzt schon vorbereiten, aber ob das dann nachher alles so zu dem passt, was dann nachher wirklich rauskommt, ist natürlich eine ganz große Frage. Also das ist jetzt so ein Step, wo wir einfach nochmal zurückgegangen sind, gesagt haben, okay, wir warten auf jeden Fall jetzt diesen nächsten Step noch ab. Aber es bedeutet, dass generell die Produktkette bzw. die Waren auch Interesse, also finanzielle Interessen auch da sind, wirtschaftliche Interessen, wodurch halt auch viele neue sich auch zeigen, sage ich jetzt mal, ja? Ja, ganz genau. Also man sieht es ja auch schon auf der Messe. Ich weiß nicht, ob ihr das Programm verfolgt habt. Einen Stromanbieter habe ich jetzt noch nicht auf der Mary Jane gesehen, aber wer weiß, was da sonst noch alles kommt. Auf der Spannabest zum Beispiel gab es auch noch Cremehersteller, der sich jetzt auf einmal mit seinen Verpackungen für uns CSCs auch interessiert. Er könnte natürlich alles schön mit Logo bedrucken und in Gläser packen, das Ultraviolett ausfiltern und all solche Sachen. Also da gibt es ja natürlich mit jedem solchen Anbietern lange Gespräche, was man denn alles mit Cannabis machen könnte. Und das geht dann mehr so in so eine Traumwelt über, weil man ja noch nicht weiß, was genau man alles machen kann, wie viel man davon braucht und ob die Mitglieder das überhaupt haben wollen. Also heißt das auch, wenn wir zum Beispiel ein CSC gründen würden, können wir auch schon ein bisschen von Sponsoring erwarten, womit wir eben auch growen könnten, oder? Ja, durchaus. Also wir haben natürlich auch mit großen Gartenanbau-Leuten gesprochen und solchen Sachen. Also wir hätten natürlich auch Sponsoring in Aussicht. Die halten sich natürlich bedeckt, bis es dann heißt, ja, jetzt ist es legal. Vorher darf ich darüber leider nicht viel reden. Ich fand da diesen Spruch ganz cool, der neulich mal wieder, also im Rahmen der ganzen Geschichte mir entgegengeflogen ist. Es wird sein wie beim Goldrausch in Amerika, nicht die Leute, die die Schaufeln benutzen, werden reich, sondern die Schaufeln verkaufen. Und so ähnlich wird das, denke ich, auch bei den CSCs zumindest ähnlich ablaufen. Ja. Genau. Wenn wir es zulassen. Also drumherum ist auf jeden Fall sehr viel Interesse. Müssten wir gerade mal uns noch überlegen, wie viele Schaufeln denn überhaupt benutzt werden. Gerade angelangt an der nächsten Frage, wie viele Social Clubs gibt es denn überhaupt gerade in Gründung oder als eingetragener Verein in Deutschland? Da hatten wir mehrere Antwortmöglichkeiten mit ein, zwei spaßigen Zahlen. Gerade die A, 20 Social Clubs in ganz Deutschland, Antwort B, 42. Antwort C, 69, Antwortmöglichkeit D, 150 an der Zahl oder eben E, 420. Ihr könnt gerade mal paar Sekunden in euch gehen und dann lese ich doch gerade nochmal die Antwortmöglichkeiten vor. Also in Gründung sind jetzt relativ viele Social Clubs aktuell, weil eben die Satzung von dem Verein nicht ganz so konform ist, wie es sich dann jetzt teilweise die Städte wünschen, weil dann der Anbaupart teilweise dann schon in der Vereinssatzung verewigt ist, das jetzt aber noch nicht umgesetzt werden kann. Aber die Antwortmöglichkeit A wären, es gibt 20 Social Clubs in ganz Deutschland verteilt, die sich jetzt gerade in Gründung befinden oder schon als eigengetragener Verein gelten. Antwort B, 42. Okay. Antwort C, 69. Antwort D, ganz optimistisch, die 150. Oder E, 420. Soweit sind wir noch nicht. Vielleicht können wir da 2025 auf der Mary Jane mal drüber schwätzen. Ja, an der Zahl sind wir gerade so in etwa 150, eher so 140.
genau, die sich gerade noch in Gründung befinden, aber eingetragen als Verein sind aktuell. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung der Grafik. Eigentlich sollte hier jetzt noch eine wunderschöne Karte von Deutschland mit dabei sein. Ja, genau so sollte die eigentlich aussehen. Die sieht man. Okay, jetzt sind wir dabei. Sorry. Genau, um das nochmal kurz zu erklären, das waren so die großen CSCs, die ich am Anfang meiner CSC-Karriere, sage ich jetzt einfach mal, kennengelernt habe. Diese CSCs sind natürlich auch ins Umfeld gegangen und haben aufgeklärt, wie wir das immer machen. Dementsprechend ist natürlich das Ganze stark gewachsen. Und waren das Leute, die auch schon vorpolitisiert waren oder haben sie erst durch die gesetzlichen oder politischen Gespräche angefangen, sich zu aktivieren und zu denken, es geht in Richtung Legalisierung, ich kann von meinem Sofa aufstehen oder? Also, wenn ich kurz was aus DHV-Seite dazu sagen kann, man hat schon einen signifikanten Anstieg auch an Mobilisierung nochmal mitbekommen, nachdem sozusagen klar war, wie du es auch schon gesagt hast, erstmal so der erste League und diese Pressekonferenz mit Cem und Karl, da wurde es dann auf jeden Fall leichter, sage ich mal, die Leute anzusprechen, auch zu, wie gesagt, so ein bisschen zu mobilisieren, zu aktivieren, weil halt für die jetzt wirklich handfest, was so ein Ziel im Raum steht, okay, ich könnte irgendwann einfach mal wirklich anbauen, ohne dass dann nachher gleich die Polizei bei mir im Haus steht. Also ja, für mich persönlich ist es einfacher geworden. Ich denke, man kann daraus auch ableiten, dass es mehr Aktivismus gibt inzwischen. Das neue Hobby, einen Verein gründen. Das kenne ich schon bei einigen Aktivisten. Ja, die Vereinsmeierei hat stark zugenommen, also kann ich bestätigen. Genau. Wie viel wärt ihr denn bereit, für einen Gramm Blüten generell auszugeben? Hätten wir auch noch eine Frage. Antwortmöglichkeit A wäre teilweise zum Selbstkostenpreis, da wären wir so bei 4,20 Euro, kann natürlich auch günstiger sein. Dann bis zu 7,10 Euro, das wäre Antwortmöglichkeit B. Oder wärt ihr sogar bereit, 10 Euro, quasi den aktuellen Schwarzmarktpreis, wenn man jetzt nur einzeln seine Kräuterpäckchen abholt? Genau, ohne Mengenrabatt. Genau. Was wäre denn euer Stimmungsbild so? Wärt ihr bei 4,20 Euro? Wäre das so eure Orientierung? Oder wärt ihr auch bereit, 7,10 Euro auszugeben? Okay. Und die C, wer wäre denn auch noch bereit, nach der Legalisierung oder Einführung der Social Clubs 10 Euro noch auszugeben? Okay, dann fände ich das sehr spannend, direkt mal einmal ins Publikum zu fragen, weil ich jetzt rausgehört habe, dass mehr Menschen auch mehr zahlen würden als der jetzige Preis sozusagen oder nicht dieser Eigenanbau. Oder nicht zwingend besonders günstig, sondern ihr wärt doch bereit, 10 Euro grob auszugeben. Vielleicht nehmen wir doch dann gerne ein, zwei Stimmen von euch wahr. Also wer wird denn gerne dazu was sagen? Uns würde vor allem wahrscheinlich interessieren, wie ihr dann zum Thema Qualität, Qualitätssicherung und sowas steht. Also danke, dass du es ansprichst, weil ich finde die Konnotation eher unterdurchschnittlich. Ich würde halt vorschlagen, für welche Qualität bin ich welchen Preis zu zahlen. Ja? Also wenn ich halt wirklich eine Liebhabersorte habe, wo jemand einen niedrigen Ertrag hat für eine alte, gute Sorte, dann zahle ich auch 15 Euro. Wenn es aber halt eben, ich sag mal, deutsche Hecke ist, dann zahle ich noch nicht mal 4,20. Das sind mal Statements. Hier vorne hatten wir noch eine Frage. Hallo, Norve vom CSC Berlin. Ich bin der Meinung, wenn du alle Leute in der Wertschöpfungskette gut bezahlen willst, dann musst du halt auch vernünftige Preise nehmen und kannst nicht versuchen, mit dem Schwarzmarkt mitzuhalten. Und wie gesagt, wir wollen halt Dealer aus ihren Wohnungen rausholen und für 3,8 oder 3 oder 4.000 Euro im Monat dorthin setzen und sagen, mach das, was du dein Leben lang gemacht hast, was du gut kannst. Hier legal für ordentlich Geld. Dafür muss halt Qualität dein Geld kosten. Noch eine letzte Aussage dann da vorne? Hi, ich bin Luke, ich bin Filmemacher. Ich komme gerade aus Spanien. Ich habe dort 4 Monate lang recherchiert zum Thema Cannabis Social Clubs und wie sie dort funktionieren. Und ich finde es schwierig, mehr als 4,20 zu zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
reden hier von Cannabis Social Clubs. Ich weiß nicht, wie viele sich hier bewusst sind, was ein Gramm, auch gute Qualität in seiner Herstellung kostet, aber wir reden manchmal von nicht mal einem Euro. Und also der Begriff Social ist für mich als Mitglied eines Social Clubs, bedeutet für mich, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und ich will nicht von einem Dealer über den Tisch gezogen werden, nicht von irgendeiner Dispensary und auch nicht von den Leuten, die einen Cannabis Social Club gründen. Und für mich geht es jetzt nicht primär darum, irgendwie Dealern neue Jobs zu geben. Es geht darum, für mich und viele andere, die es medizinisch brauchen oder für den Freizeitkonsum, hochwertiges Cannabis zu niedrigen Preisen in einer chilligen Location, wo ich Leute treffen kann, wo wir eine gute Zeit haben. Und das sollte, finde ich, im Vordergrund stehen. Und wenn Leute für tolle Einzel, weiß nicht, besondere Strains 10 Euro oder mehr zahlen wollen, können sie das gerne machen. Aber ich finde nicht, dass wir unseren Fokus darauf shiften sollten, dass jetzt irgendwie die Leute, die jetzt im Anbau sind, plötzlich damit Geld verdienen, weil dann haben wir den Begriff Cannabis Social Club neu definiert und ich finde, das ist nicht der Sinn der Sache. Und das ist ein sehr gutes Statement, wenn ich dazu... Vielen Dank. Genau, auch das ist ja auch der Punkt, es sollte sozial sein und Cannabis, also jeder, der ein bisschen in der Szene drin ist und sich auskennt, weiß, jeder, in jedem Bereich, in jeder Stufe, egal wo man hinguckt, es gibt immer überall KonsumentInnen, die Cannabis konsumieren. Und das sollte nicht am Geldbeutel liegen, ob man am Schwarzmarkt sich bedient oder eben auch gesundes, sauberes Cannabis bekommt. Deswegen finde ich das gut, wenn es da zumindest auch eine Auswahl gibt, wie du schon sagtest, aber natürlich für krassere Sachen, dass man das natürlich so ein bisschen upgradet. Genauso wie bei Wein. Ne? Gibt es da Tetrapack Billigwein, aber auch den Sommelierwein. Genau. Vielen Dank für die Statements. Ja, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Natürlich hat Spanien erstmal besseres Wetter. Das macht es natürlich einfacher, mit einer Masse irgendwie Outdoors zu growen. Dementsprechend gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja das Vereinsrecht. Wir haben uns zugrunde gelegt, das Ganze transparent zu machen. Das heißt, jeder Verein kann natürlich entscheiden, wie viel Geld nimmt er am Ende. Das wird eine Mitgliederabstimmung geben, wie so ein Grammpreis strukturiert wird. Einige haben einen Anbaurat dafür. Dann sagen sie, okay, wir wollen das nicht selber machen, wir wollen die Pflanze nicht anbauen, wir wollen die Pflanze nicht unbedingt ernten, wir wollen auch nicht unbedingt da die jedes Blatt sehen, sondern wir wollen eigentlich nur die Ware am Ende haben. Und auch diesen Menschen, die halt irgendwie im Berufsleben stecken, will man natürlich das irgendwie zugänglich machen können. Dementsprechend haben wir uns überlegt, kann man daraus Arbeitsplätze machen? Vereine können Arbeitsplätze bilden, gar kein Thema. Ob gemeinnützig oder nicht gemeinnützig, spielt dabei keine Rolle. Die Frage ist natürlich, wer möchte das am Ende zahlen? Also in meinem Club kann ich sagen, ich möchte natürlich günstiges Gras anbieten, möglichst zum Selbstkostenpreis, gerne unter 4,20 Euro. Aber es ist natürlich auch die Frage, wo soll es herkommen? Also auf der einen Seite kostet so ein Gewächshaus Geld, jemand muss da hinfahren, da entstehen ein Haufen Kosten und da muss man halt gucken, ob man halt mit der Masse von, ich sag mal, 150 Leuten das auf so einen Preis drücken kann. Ich fand auch den Einwand nämlich aus Berlin da vollkommen richtig, dass wir einfach, wenn wir die Leute fair bezahlen wollen und das einfach jetzt schon mal ein bisschen durchkalkulieren, dass dann natürlich möglichst immer jemand an der Plantage sein sollte, dies, das, dass es sehr, sehr knapp werden könnte mit diesen 4,20. Also das sind einfach jeder, der sich selber durchrechnet, wird am Ende sonst bei den Growern sparen müssen. Denn das, die Personalkosten ist einfach, wenn man das mal durchgeht, das ist der höchste Posten. Ja, intern gibt es natürlich starke Strukturen bei allen CSCs. Die gibt es ja, wie schon gesagt, einige gibt es schon länger. Seit 2016 sind einige schon im Umlauf und die haben natürlich auch schon bessere Strukturen, als die jetzt in Gründung sind. Also das geht natürlich los mit so einem Pressesprecher und das geht auch weit darüber hinaus. Natürlich braucht man Leute, die designen, man braucht Leute, die irgendwie was schreiben, man möchte eine Webseite haben und das muss sich natürlich alles erstmal langsam aufbauen. Dementsprechend haben einige starke Strukturen und einige haben schwache Strukturen. Wie gesagt, wir kriegen Angebote aus allen Richtungen. Dementsprechend gibt es natürlich auch finanzstarke Mitglieder, die auf sowas eingehen wollen und dann natürlich auch erstmal irgendwie, ich sage einfach mal, eine Presse kaufen. Das ist ja kein Verbot. Man kann auch Zelte kaufen, das ist auch nicht verboten. Es gibt alles Mögliche mittlerweile an Zubehör schon auf unserem Markt, dass alles für Cannabis da ist, nur keiner spricht darüber. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich.
Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter hanfverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Du sagtest auch gerade eben mit den Strukturen, Innerstrukturen und dadurch, dass Social Clubs hauptsächlich ehrenamtlich sind, richtig? Wie wird das denn dann aufgestellt? Sind das dann komplett Leute, also gibt es sozusagen auch Vorlagen, woran man sich orientieren kann, wenn man komplett neu dabei ist, oder? Genau, wir versuchen da natürlich zu helfen. Wie gesagt, die großen CSCs mit den Strukturen, die haben natürlich auch schon mal so eine Anleitung, wie man das macht. Kann man auch auf unserer Webseite finden. Gibt es auch beim Dachverband. Es gibt Vorlagen für eine Mustersatzung. Es gibt einen regen Austausch auf Discord. Da gibt es eine ganze Community. Dort kann man immer Fragen stellen. Wir haben Gründertalks sozusagen. Wir haben Stammtische, wo man uns solche Fragen stellen kann. Und Vorlagen haben wir auch für alles Mögliche. Die Stammtische sind dann ja online und sind ja jetzt nicht zwingend in Berlin, wenn man jetzt von außerhalb kommt, dass man jetzt, was weiß ich, aus Bayern oder so sich zuschalten will, sind ja alle online via Discord, also gerne mal nachhorchen bei uns, ruhig mal vorbeikommen. Discord ist da echt eine ziemlich gute Plattform, um dann mal visuell mit Videokamera oder eben auch nur übers Headset miteinander zu kommunizieren und auch einen Bildschirm zu übertragen. Sprich, Vereinssatzung besprechen mit irgendwie einem Kumpel aus einer anderen Stadt, ist da eigentlich Discord die perfekte Möglichkeit. Ansonsten gibt es auch immer wieder generell Online-Meetings von verschiedenen Ortsgruppen und auch CSCs. Welche auch offen sind, dass ihr euch auch einfach mit einklingt. Ne? Also wenn ihr Interesse habt, generell mal zu gucken, wie läuft das ab, so eine selbstorganisierte Gruppe, könnt ihr euch einfach sneaky dazuschalten. Natürlich vorher gerne Bescheid sagen. Genau, so sieht's aus. Wir gehen gerade mal thematisch beim Thema über zum Ausblick für die Zukunft. Ja, die Cannabiskultur, die CSCs, werden in Deutschland ja ziemlich ein Einschlag, denke ich mal, generell so im Kulturleben für viele haben, dass sich da eine ganz neue Kultur jetzt mal legal entwickeln kann und mal in der Gesellschaft akzeptierter wird, sprich wir als verrückte Mary Jane Besucher oder Aussteller oder Business Besucher werden auch hoffentlich in der Zukunft mal ein bisschen vernünftiger betrachtet und müssen uns jetzt nicht darauf achten, dass wir auf Social Media noch einen extra Account haben, damit die Arbeitskollegen nicht von dem Interesse mitbekommen oder ähnliche Geschichten, die da jetzt für viele leider Realität sind. Auch ist unser Wunsch oder der Wunsch von vielen CSCs, dass sich mal ein rauchfreier Konsum entwickelt, dass vielleicht auch mal dann über die Esskultur dann auch mal Cannabis in Lebensmitteln mal eingearbeitet werden kann, was vielleicht auch mal Zukunftsmusik dann in den CSCs ist, dass man mal ein CSC-Koch-Treffen hat oder mal die verschiedenen Brownie-Mischungen mal durchprobieren kann, genauso gut wie aber auch selbstgemachte Pasta, die dann eben mit Cannabis-Produkten veredelt ist. Was wäre denn so eure Vorstellung für einen Mitgliedsbeitrag, den ihr realistisch bereit wärt zu zahlen? Wir haben da wieder 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten, dürft ihr gerne wieder Stimmung machen. Antwort A wäre bis zu 10 Euro, sprich eine kleine günstige Vereinsmitgliedschaft. Dann Antwortmöglichkeit B bis zu 25 Euro, wäre ja fast schon so als Orientierung irgendwie beim kleinen Sportverein oder beim Fitnessstudio. Antwort C bis zu 50 Euro oder eben D über 100 Euro. So, ich würde mal sagen, 50 und 100 Euro wären dann eher die exklusiveren Clubs oder die Clubs, die mit den regelmäßigen monatlichen Einnahmen halt einen Großteil der Sachen finanzieren wollen. Da wäre vielleicht auch sowas wie ein Catering-Angebot mal jedes zweite Wochenende mal dabei oder dass mal irgendwie Special-Events von dem Club veranstaltet werden. Ich denke, wenn das eh so ein teurer Club ist, dann wird sich da auch die Mitgliedschaft dann natürlich aus lohnen. Ich würde bei der Frage noch schnell was ergänzen wollen. Wir haben jetzt hier die Frage so aufgestellt, dass in diesem Mitgliedsbeitrag keine Abgabe stattfindet, also ein Abgabepreis immer oben drauf kommt, weil es derzeit schon so ein bisschen in manchen CSCs die Diskussion gibt, okay, macht man einen relativ hohen Mitgliedsbeitrag,
und da ist dann zum Beispiel schon eine Abgabe mit drin oder sowas, das sehen wir zum Beispiel auch, glaube ich, eher skeptisch, wenn ich das so sagen darf, so, wie oft zumindest, weil man natürlich damit auch immer einen Konsumanreiz sozusagen schaffen würde. Also das voneinander zu trennen, halte ich jetzt persönlich für sinnvoll, vielleicht kannst du da auch... Also das bedeutet, das sind eigentlich nur die Verwaltungskosten. Genau, also es wird jetzt generell, nur damit ich es mal vorweggreife, es wird generell bei keinem der Clubs die Möglichkeit geben, dass man eine Flatrate bucht mit 50 Euro im Monat und dann kriegt man schon mal vorab 5 Gramm oder so geschenkt oder bei jedem Besuch irgendwie ein Joint gratis. Das ist nicht realistisch in Deutschland, das wäre auch ein bisschen sehr konsumvorzeigend oder konsumfördernd. Das ist, denke ich mal, gesetzlich nicht durchsetzbar. Antwort A wäre bis zu 10 Euro. Wer wäre das bereit zu bezahlen oder möchte nicht mehr bezahlen? Antwort B bis zu 25 Euro. Wer wäre da noch dabei? Bis zu 50 Euro im Monat. Und die Connoisseure bis zu 100 Euro im Monat. Also es wird wahrscheinlich am Ende, also das ist ja so eine kleine Theorie, aber in der Praxis wird das sehr unterschiedlich. Ne? Und je nachdem, wie viele ehrenamtliche Mitglieder sind, glaube ich, kann es auch ein bisschen runtergesetzt werden. Aber je weniger Menschen aktiv sind, desto mehr müssen Menschen, einzelne Menschen investieren. Deswegen muss man halt nach Vollzeit bezahlten Job auch aufgeben. Deswegen bedenkt das auf jeden Fall auch im Hintergrund. Man muss dazu auch nochmal klar sagen, es hängt auch davon ab, was man als Vereinsheim nimmt. Man kann sich einen Palast bauen, der kostet natürlich ein bisschen mehr als einen Schuppen. Ich würde auch noch kurz auf die Form des CSCs schnell noch eingehen wollen, weil es gibt natürlich jetzt auch schon CSCs, die sich speziell als Patienten zusammenfinden wollen. Jetzt nicht, um, ich sag mal, den kompletten Bedarf immer zu decken. Natürlich soll ja auch die Versorgung über die Kassen und den Medizinalmarkt auch weiterhin laufen. Aber die werden wahrscheinlich einfach höhere Ansprüche haben. Also es könnte sein, dass es einfach auch so Spezial-CSTs gibt, die dann natürlich dann automatisch auch einen höheren Mitgliedsbeitrag brauchen durch einen höheren Bedarf. Genau, also wir haben ja natürlich auch darüber, wie Philipp auch schon darüber gesprochen hat, über die Edibles gesprochen, also auch das Essbare. Und zwar wollen wir natürlich hochwertige Produkte haben und nicht so halbwertige Sachen sozusagen. Also uns ist der Verbraucherschutz wichtig, der Gesundheitsschutz, aber auch natürlich der Jugendschutz, dass es dann eben nicht einfach an kleine Kinderhände kommt, sondern dass es klar erkennbar ist. Also wie das in der Praxis dann aussieht, ist noch nicht ganz klar. Es soll aber auf jeden Fall keine Verpackung geben, wo, was weiß ich, auf irgendeiner Chips-Packung draufsteht mit 600 Milligramm Cannabis-infused, die dann für 40 Euro aus angeblich Amerika oder sonst woher importiert sind, nur weil sie dann ein kleines Zeichen drauf haben, wie stark sie eigentlich sein sollen. Niemand weiß aber, wie viel drin ist. Also sprich, wir wünschen uns, dass ganz klar, wenn 50 Milligramm draufsteht, 50 Milligramm drin sind und keine 30, aber keine 80, sondern generell mal Klarheit für den Verbraucher, ohne irgendwelche Spirenzien, ob da Verunreinigungen geschmacklich oder irgendwie von der Qualität drin sind. Das brauchen wir alles nicht mehr. Auch das Thema Verpackung ist dann natürlich interessant. Das darf natürlich nicht bunt und kinderfreundlich sein. Und wahrscheinlich halt auch, also es gibt ja auch diese medizinischen Döschen sozusagen, die ein bisschen schwieriger sind für Kinder zu öffnen. Und da gibt es auch schon Überlegungen, dass man das genauso auch anwendet, weil Kekse oder Süßigkeiten oder keine Ahnung, wo wir das rein verarbeiten, interessant sein könnte, einfach mal alles in den Mund zu stecken. Und dafür gibt es halt eben diese verschiedenen Möglichkeiten, die wir ansetzen wollen. Also auch hier auf der Messe sind ja teilweise Hersteller, die verschiedene Verpackungen anbieten, die dann geruchsdicht oder sonst wie abweisend sind oder uninteressant dann eben für Fremdzugriff. Auch die Patientenversorgung soll durch die CSC insofern erleichtert werden, dass teilweise Patienten über Lieferschwierigkeiten plagen, Verfügbarkeit von gewissen Sorten, die letztendlich das
ja, das Wohlbefinden vom Patienten dann halt auch mal beeinträchtigen können, dass der Patient sagt, okay, mir hilft beispielsweise das Hindukusch besonders und wird dann von der Apotheke gerade aber nicht bereitgestellt, weil es eben nicht vorrätig ist, dann wäre ein CSC auch noch eine Möglichkeit, gerade mit einer natürlich interessanten Sortenauswahl, sich da eben im Notfall versorgen zu können und auf eine verlässliche Qualität zurückgreifen zu können. Die CSCs sollten aber nicht mit der medizinischen Versorgung konkurrieren. Wäre so ein Satz, den auch ein Kritiker sagen könnte. Sprich, da ist ja auch noch im Raume, ob denn die Apotheken in Gänze weggestrichen werden können bei der Versorgung, ob man denn dann mit der Einführung von Modellregionen dann nur diese Cannabis-Fachgeschäfte haben möchte oder eben auch die Apotheken mit dabei. Gebe ich gerne auch nochmal an Pierre rüber. Ja, das ist natürlich offen gehalten. Man kann niemanden davon abhalten, kein Rezept zu holen. Man kann niemanden davon abhalten, zum Arzt zu gehen und sich wegen XY nochmal zu beschweren und zu sagen, hey, Cannabis könnte mir helfen. Ich habe das im CST jetzt privat mal gemacht. Ich hätte es gerne auf Rezept. Viele Leute sind aber in den letzten Jahren stigmatisiert worden und wollen diesen Weg nicht gehen. Oder haben ihn versucht zu gehen, sind dreimal abgelehnt worden und sagen, im CST kann ich das halt ohne Probleme machen. Muss dafür zwar zahlen, aber das ist mir wert. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Gleich kommt da eine Frage, falls, genau, nur schon mal, dass es dahin gelaufen wird. Es geht ja auch sozusagen darum, dass wir nicht die Patienten oder sowas abhalten wollen, wirklich zum Arzt zu gehen. Also wir sagen da auch natürlich immer, der erste Schritt ist auch dahin zu gehen, sich da auch abchecken zu lassen und vor allem auch das legal auch sich ein Rezept zu geben zu lassen, damit man auch weiß, was trifft denn überhaupt auf mich zu, welche Menge brauche ich, welchen Prozentanteil und so weiter. Das wäre nur unterstützend sozusagen mit den CSCs, aber... Ja. Also wie das Pär schon ein bisschen angedeutet hat, also es soll ja nie um eine wirkliche Versorgung gehen. Natürlich kann man sich nochmal was da zusätzlich holen oder wenn es jetzt eine Sorte gibt, wo man sagt, oh, die schmeckt mir so gut in dem CSC, die möchte ich gerne noch zusätzlich haben, dann keine Frage. Aber ich glaube... Was auch jetzt einfach schon so ein bisschen rauskristallisiert ist, vor allem eine Beratung, die bei uns stattfinden kann, die dann natürlich wieder auf den Medizinalmarkt verweist. Also, dass wir eine Anlaufstelle sein können, aber dann auch ganz ehrlich und fair sagen müssen, wir können aber keine 150 Gramm im Monat gewährleisten mit der und der Qualität, die dann halt der Medizinalmarkt machen muss. Und es wäre auch einfach vollkommen unsinnig, da jetzt die Krankenkassen sozusagen rauszunehmen aus dem ganzen System, weil warum sollten die nicht weiter für eine Medizin bezahlen? Das ist ja wirklich eine ganz strikte Trennung zwischen Medizinalmarkt und dem Konsum zum Wohlbefinden. In der Regel hat ja auch der Patient dann mit dem Arzt zusammen die Medikation besprochen. Der Arzt und der Patient stehen ja eh im direkten Austausch. Hilft die Sorte mir wirklich für meine Wehwehchen, ob es jetzt Rückenschmerzen sind oder eben ADHS, ist ja eine ganz verschiedene Symptomatik. Und von daher ist dann eben der CSC eher freizeitlich zu betrachten und eben die Medikation über den Arzt oder die Online-Apotheke ist dann eben nochmal ein ganz anderes Thema. Genau. Jetzt hat mir hier vorne eine Frage, bitte. Genau, also Luke Monroy hier, ich bin Filmmacher. Ich hatte die letzten 4 Monate eine sehr wertvolle Möglichkeit, in Spanien genau zu diesem Thema zu recherchieren. Ich habe dort einige CSCs getroffen, ich habe mich mit den Gründern unterhalten, mit den... einigen Anwälten, die quasi diesen CSCs rechtlichen Beistand leisten und auch Patienten, die durch den CSC an ihre Medizin kommen. Weil in Spanien ist es so, die haben dieses Medizinalgesetz noch nicht. Das heißt, Patienten sind dort nicht in der Lage, wie hier, einfach zu ihrem Arzt zu gehen und zu sagen, ich brauche medizinisches Cannabis. Und die haben sich da was sehr Schlaues einfallen lassen, weil es gibt einige Organisationen dort, die diesen Patienten ermöglichen, über den CSC an Ärzte zu kommen, die ihnen quasi helfen, dann an eine Empfehlung für ihre geeignete Medikation zu gelangen. Das heißt, das ist auch nochmal so ein kleiner Schlenker, den die Spanier dort nutzen, um quasi über CSCs Patienten mit Ärzten und schlussendlich mit ihrer Medizin zu connecten. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie CSC vielleicht auch in Deutschland, solange wir diese medizinische Komponente noch nicht geklärt haben, Patientinnen heute schon mit ihrer Medizin versorgen können. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch gestern hier war. Hier waren die Herrschaften aus der medizinischen Cannabis-Pharmazie. Also wir hatten 50% der deutschen pharmazeutischen Cannabis-Branche hier auf dem Podium sitzen. Und ich hatte
Also die unterhalten sich über viele hunderte Millionen und es wurde sehr viel um Geld gesprochen. Ich finde, wir gehen so ein bisschen in die falsche Richtung, weil wir müssen eigentlich gucken, wir wissen alle schon, dass es einen medizinischen Wert hat und wir müssen gucken, wie können wir schnellstmöglich zu einem geringen Preis Menschen, die es wollen, aus rekreativen Gründen oder aus medizinischen Gründen mit Cannabis zusammenzubringen. Ich glaube, wir sprechen lieber über etwas zu hoch angesetzte Preise, zumindest Mindestpreise, dass man im Endeffekt nicht enttäuscht ist, dass man über einen Preis spricht, dass wir alle eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was dann die CSCs letztendlich anbieten. Letztendlich Rücklagen müssen wir gebildet werden. Es müssen erstmal die Investitionen, die da im Vorhinein getätigt werden, wollen erstmal am Anfang ein bisschen reingeholt werden, damit man nicht über eine Zukunftsmusik hier für einen kurzen Zeitraum nur spricht mit den CSCs, dass es einen großen Hype gibt, es werden in allen Löchern CSCs eröffnet, aber letztendlich können die sich gar nicht mehr halten. Wäre ja auch schade. Also der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, dass ich bei dem Modell des CSCs eine sehr große Möglichkeit sehe, Cannabis zu entstigmatisieren, weil nicht nur für die Leute, die Bock haben, sich nach der Arbeit einen Joint zu gönnen, sondern auch für viele Patienten die Möglichkeit haben, unstigmatisiert an ihr Cannabis zu kommen, für einen sehr niedrigen Preis. Und das wird es wahrscheinlich auch langfristig der pharmazeutischen Industrie sehr schwierig machen, sehr hohe Preise für gutes, günstiges Cannabis anzubieten, weil automatisch werden diese mit CSCs konkurrieren. Wenn es in jeder Stadt jetzt heute schon ein CSC, vielleicht in 5 Jahren 10 gibt, hey, dann werden automatisch sehr viele Leute zu CSCs abwandern, weil sie die Menschen kennen, die das herstellen. Und wenn du weißt, wer deine Erdbeeren herstellt, dann wirst du wahrscheinlich eher Erdbeeren dort als bei Rewe zum doppelten Preis kaufen. Und ich glaube, absolut, wenn man dann noch eine Cannabiskultur mit Mitmenschen genießen kann, in einer Vereinsräumlichkeit, die lokal in der Region liegt, genial. Also ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass der CSC zum einen die natürlich Mitmenschenkomponente abbildet, aber auch eben den größten Teil, das allerwichtigste Bezug zu einer vernünftigen Qualität oder zum vernünftigen Preis. Absolut. Die CSCs sollten das medizinische Cannabis anbieten dürfen. Hatten wir jetzt auch gerade nochmal ein Stimmungsbild, würde ich mir quick and dirty von euch einholen. Ja, die CSCs sollten das medizinische Cannabis auch anbieten dürfen oder eben zu medizinischen Standard angebautes Cannabis dann vertreiben dürfen. Ja, definitiv. Oder eine kleine Zwischenfrage hier vorne. Vielleicht können wir die. Also das sind nur rhetorisch, also das sind halt Fragen, so um generell kritisch auch nochmal drauf zu gucken oder generell sich die Dimensionen anzuschauen. Das bedeutet nicht, dass wir das auch so machen wollen, ne? Also. Also du hast jetzt gesagt, dass du es gerne direkt raushalten wollen würdest und voneinander trennen willst, richtig? Also die Herstellung eines Arzneimittels ist ein hochkomplexer Vorgang und an viele Regularien gebunden. Und ein Cannabis Social Club wird niemals in der Lage sein, Arzneimittel herzustellen. Schon allein aus Kostengründen, die Qualitätssicherung etc. ist da was ganz anderes. Und ich finde es ein bisschen verwunderlich überhaupt, die Frage so ins Wie gesagt, wir stellen die Frage auch ein bisschen provokant, ein bisschen provokativ. Also zumindest ich jetzt wirklich für mich persönlich und für meinen CSC kann das ganz klar sagen, wir haben nicht das Ziel, medizinisches Cannabis anzubauen, denn dann würden wir einen Medizinal-Cannabis-Hersteller gründen sozusagen und Medizinal-Cannabis herstellen. Und uns ist halt wichtig, dass es eine klare Trennung zwischen auch dem Medizinalgebrauch gibt und dem Brauch zum oder Gebrauch zum eigenen Wohlbefinden. Genau, und dass wir auch vorher schon so ein bisschen diese Claims ein bisschen abstecken, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nicht gegenseitig ständig danach auf den Füßen steht und macht, sondern dass wir genau dahin kommen, dass wir schnellstmöglich eine gute Versorgung für die Patienten haben und einen legalen Zugang, aber auch für Menschen, die einfach nur zum Freizeit einfach mal ihre 10 Gramm gerne haben möchten. Wollen wir die Frage einfach noch schnell beenden? Oder? Können wir gerne. Also noch eine Frage? Oder Aussage? Okay, dann noch gerne. Wie sieht das denn zeitlich aus? Wir haben ja später angefangen. Können wir auch zu 10 Minuten überziehen? Oder ist okay? Vielen Dank.
Also was ich jetzt nochmal in den Raum werfen würde, es kommt ja öfters mal vor, dass es halt Engpässe auch eben bei Medizin gibt. Und da wäre halt die Frage, wenn man das Vertrauen in einen bestimmten Cannabis Social Club hat und eben das Medikament jetzt gerade nicht verfügbar ist, ob man sich da halt dann auch an die Cannabis Social Clubs wenden kann, um dann da eine bestimmte Sorte vielleicht zu bekommen. Also es ist ja durchaus möglich, dass man eine bestimmte Sorte verschrieben bekommen hat, die dann nicht verfügbar ist, die man dann aber vielleicht in einem Cannabis Social Club bekommen könnte. Also da ist wieder dieser Ansatz, den ich vorhin gemacht habe, mit dem der ist einfach schon absehbar, das haben sich schon bereits Patientenvereine gegründet, die genau diese Engpässe derzeit praktisch übernehmen wollen. Aber das kann ja, das muss man einfach mal sagen, es kann ja wohl in einem zivilisierten Land nicht wirklich das Ziel sein, dass wir jetzt dann in Vereinsmeierei dann nachher irgendwelche Engpässe da ausgleichen, sondern eigentlich müssten halt die rechtlichen Bedingungen so sein, dass der Medizinalmarkt genauso viel produzieren kann, wie auch an Bedarf da ist. Das ist das A und O. Geschichten gepresst. Ich würde sagen, erstmal hinten, da ging jetzt zuerst die Hand hoch und dann. Genau, und dann die letzte Frage, dann würden wir einmal weitermachen. Okay. Danke. Also gerade nochmal zum Thema medizinisches Hanf, medizinischer Cannabis. Ich finde, die CSC sollten da die Branche piesacken. Denn was ist Medical Hemp, was ist Medical Cannabis? Da geht es um Terpene, da geht es um GMP, da geht es um Bestrahlung. Wer das zum Beispiel genau nicht haben möchte, ist bei CSCs besser aufgehoben. Wer aber aufgrund von Lungenkrankheiten oder anderen Themen darauf angewiesen ist, der muss es in der Apotheke kaufen. Und da halt eben schön zu piesacken, zu sagen, wenn ihr nicht könnt, weil diese Versorgungsengpässe, die kenne ich auch als Patient, gar keine Frage, nur die haben in CSCs nicht zu suchen. Also da muss man auch deutlich unterscheiden, wer ein Krankheitsbild hat oder meint, Medical Hemp, Medical Cannabis könnte ihm oder ihr helfen, dann ist die erste Anlaufstelle der Arzt oder die Ärztin. Weil die, auch wenn es nur 10% in Deutschland sind, die haben tagtäglich mit Menschen zu tun, die das Problem haben. Und CSCs ist genau der Punkt, das Social steht im Mittelpunkt. Ja? Dass wir gemeinsam buffen wollen, wenn wir damit auch noch ein paar Kleinigkeiten, Zipperlein, gerade im Alter oder so, wegkriegen, umso schöner. Aber es geht um das Social, das gemeinsame Buffen recreational, meiner Meinung nach. Und dementsprechend bitte Medical nur als Piesacken, nur um die Branche zu pushen. Aus keinem anderen Grund. Danke. Genau, also ist ganz wichtig zu trennen. Klar, medizinisches Cannabis verlässt man sich auf die Terps, die eben bei der Sorte mit dem Steckling natürlich weitergegeben werden, auf die Verlass ist. Sprich, dass man nicht auf einmal was total jetzt ganz dumpf gesamt. Terpene sind ja generell die Geruchsaromastoffe, die auch einen großen Teil der Wirkung bei Cannabis beeinflussen. Sprich, ob man jetzt eher stark ausgeprägten Limonen-Hindukusch hat oder eben ob die Pinen-Terps bei der einen Ernte ein bisschen stärker herausstechen, ist eben ganz entscheidend auch für die Wirkung beim Patienten. Ganz klar, eben wenn man im freizeitlichen Rahmen Sorten genießt, dann ist es dem Konsumenten dann im Zweifel auch egal, ob das jetzt eher in die Couch einschlägt oder total aktiv macht. Genau, ich würde das gerne einmal abkürzen, weil wie gesagt, das war eine generelle Frage, um euch Impulse mitzugeben bzw. anzuregen, überhaupt darüber mal nachzudenken, weil im Grunde wollen wir das, glaube ich, als CSCs generell nicht, dass wir uns auch um die Patienten kümmern, sondern das sollte halt auch schon, also wir therapieren nicht, dementsprechend würden wir auch kein Therapiezweckmittel rausgeben, sondern eher unseren Fokus auf Genussmittel und privaten Konsum fokussieren. Weil, wie ihr schon mitbekommen habt, ist es eh schon so überlastet und wir brauchen mehr Aktivistinnen, Ehrenamtliche, als wirklich dem Verkauf sozusagen. Deswegen würde ich gerne weitermachen, wenn es nicht wieder ein Statement ist, wegen der Zeit, weil wir nur noch 10 Minuten haben. Okay, kurz. Ja, ganz kurz. Ich finde es eine super wichtige Thematik innerhalb dieser ganzen CSC-Geschichte, weil am Ende weiß ja niemand, was ist denn die Intention von dem Menschen, der zu euch in den CSC kommt. Meiner Erfahrung nach, die besten Aktivisten haben alle einen Medical-Hintergrund. Und wo mache ich die Unterscheidung, ist das jetzt ein Zimperlein oder kommt die Person jetzt, weil sie in ihrer Apotheke den Strain nicht bekommt, die sie gern hat? Und wenn sie weiß, dass sie ein 28-prozentiges THC-Cannabis braucht, was sie in ihrer Apotheke nur bestrahlt bekommt und die Person weiß, dass ihr das nicht so gut schmeckt und nicht so gut tut, wie das aus dem CSC, dann habt ihr eine neue Person gewonnen, die aber einen Medical-Background hat. Und ich finde, das muss offen sein. Ich kann mich da meinen Vorrednern total anschließen. Ich finde auch, dass das eigentlich nicht die Aufgabe ist von dem CSC, staatliche oder die Versorgung, was die Krankenkassen eigentlich machen sollten, zu machen. Aber
Ey, Karl und Cem und die anderen Vorgänger, die kriegen es seit fucking 50 Jahren nicht hin. Also, wenn die Leute heute sagen, wir gründen unseren CST, da sind, haben wir Platz für Leute, die Bock auf Recreational und auf Medical Medicine haben, weil wo machst du die Unterscheidung zwischen Cannabis als Medizin und Cannabis als Recreational? Es ist die gleiche Pflanze. Das wird alles unterteilt. Aber Leute, wir müssen aufhören, Sachen zu unterteilen. Hanf und Cannabis ist eine Pflanze, ist eine Spezies. Und deswegen lasst uns zusammenarbeiten und lasst uns gucken, dass wir nicht wieder anfangen zu unterteilen. Bin ich voll bei dir. Ist halt auch wichtig, also wie gesagt, es ist nicht unser Hauptfokus. Dass Leute natürlich kommen werden, ist jetzt schon klar. Also auch allein unsere Ortsgruppen vom DAV und auch die CSCs, da haben wir einen ganz großen Überblick darüber, welche Menschen auch überhaupt aktiv werden, beziehungsweise sich halt auch einsetzen. Deswegen ist es umso wichtiger, eben alle anderen auch mit zu aktivieren und zu sagen, so ey, steht auf und werdet auch eben mit uns aktiv, damit wir auch mehr anbieten können, mehr auch der Politik und Wirtschaft zeigen können, ey, die Interesse ist da, die Bereitschaft ist auch teilweise da eben entsprechend zu bezahlen, aber die sind divers, also die Interessen, so deswegen... Genau, finde ich sehr gut und wichtig. Danke. Ich würde mal weitermachen. Und zwar wird es auch einen Boom geben, was das Thema Outdoor-Growing angeht, sobald es tatsächlich durchgeht und die kleine Mini-Entkriminalisierung voranschreitet. Und da ist halt natürlich auch die Frage, wie wird das Ganze generell auch passieren? Ne? Also wie wird das auch die Politik für uns entscheiden? Deswegen in Deutschland, haben wir jetzt ja auch gehört, wir haben jetzt nicht so die besten Wetterbedingungen. Aber andererseits ist halt Weed umgangssprachlich oder übersetzt ja auch Unkraut. Also es wächst überall und man könnte das halt auch, je nachdem, welche Sorte man halt auch hat, auch dann gucken sozusagen, dass man das, wenn es für den Genuss ist. Ne? Wir sprechen nicht von Therapie, wo bestimmte prozentuale CBG, THC und so weiter sein müssen. Aber für den privaten Konsum könnte das eben so sein, dass dann auch Leute auf dem Balkon das zum Beispiel machen, im Garten oder halt natürlich auch sonst wo, wo sie eben Spaces finden, wo sie growen können. Genau. Und okay, da war noch eine Zwischenfrage, oder nicht? Oder? Nee, achso, okay. Wir gehen auch gerade mal mit ein, zwei Folien etwas schneller rüber, weil das gerade vom Thema jetzt nicht ganz dazu passt, haben wir ja schon abgeschlossen. Gerade wenn ihr da hatten, wird eigentlich gerade gut passen zu den zu der Folie mit den Daten der Erhebung vom CSC Lübeck. Wie viel denn die Konsumenten denn oder die Teilnehmer vom CSCs denn monatlich bräuchten mit diesen 41 Gramm durchschnittlich? Hier. Ja, wir wollen dann natürlich nicht nur wissen, wie viel die Leute konsumieren, wir wollen natürlich auch wissen, wie ist denn der Rausch, wie ist denn der Medizinalgebrauch, wie ist denn das Gefühl dahinter? Ist es optisch okay, ist es von allen Seiten in Ordnung, ist es sauber, hat man das Gefühl, damit glücklich zu sein oder auch nicht? Also da wird es in Zukunft eine große Masse an Umfragen geben, die wir unseren Mitgliedern stellen und das besteht natürlich auch ein Bestreben, das Ganze zu standardisieren und in mehreren CSTs umzusetzen. Was für eine Umfrage wir gerade noch mit euch machen würden, wäre, wie weit ihr denn bereit wäret, für euren CSC in der Nähe anzureisen. Da haben wir jetzt auch wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten. Geht dann recht schnell auseinander. Bis zu 5 Kilometer wäre dann ja im direkten, was weiß ich, Ortsteil oder Stadtteil. Bis zu 10 Kilometer wäre dann ja für manche schon die nächste Stadt oder in Berlin eben gerade das Nachbarhaus, so nach dem Motto. Ja, die C und D wurde ein bisschen vertauscht. Die D wäre bis zu 20 Kilometer und dann eben noch als letzte Antwortmöglichkeit bis zu 50 Kilometer, sprich eine weitere Anreise. Jetzt mit 49-Euro-Ticket kann man ja auch mit eine kleine CSC-Reise mit der Regio machen. Dann wären vielleicht die 50 Kilometer auch umsetzbar. Bis zu 5 Kilometer, wer wird nicht weiter als 5 Kilometer zum CSC gehen? Bis zu 10 Kilometer. Dann bis zu 20 Kilometer. Es wird weniger, es wird weniger. Und bis zu 50 Kilometer für den Lieblings-Social Club. Okay, da können wir auf jeden Fall auch draus rausziehen, dass viele Leute es auch in ihrer Umgebung haben wollen, auch direkt nahbar, auch in der Innenstadt oder halt je nachdem, wenn man ein bisschen ländlich wohnt, auch da gewisse Möglichkeiten hat. Jetzt nicht vielleicht wie eine Tankstelle so, aber zumindest... Wie ein Bäcker zum Beispiel.
ich denke, da gibt's interessante Möglichkeiten, wie das umsetzbar ist. Vielleicht in ganz Norddeutschland, in irgendwie in 200 Seelendorf, wird sich das dann etwas komprimieren müssen oder Absprache mit anderen kleinen Ortschaften erfolgen müssen. Aber ich denke, wo der Wille ist, ist auch ein Weg. Cannabis Cups wären auch immer beliebter. Ich meine, zu Mary Jane Zeit hat's ja vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Da sind ja auch ein, zwei Secret Cups zugange, ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen. Dann denke ich, in Deutschland wird die Szene dann nochmal aus dem Untergrund aufstehen und dann mal öffentlich auch zugänglich dann mal bei der nächsten Mary Jane vielleicht so ein der erste Cannabis Cup mal stattfinden. Die Sortenvielfalt, wie man sie vielleicht von Seedfinder kennt, sind ja auch schon tausende Sorten, die registriert sind. Meine letzte Zahl war, glaube ich, so etwas mehr als 16.000 Sorten sind generell registriert. Ich meine, dann gibt's auch eine Skittles, die in hundertfachen Kreuzungen existiert, aber je nachdem, nach verschiedenen Züchter, ist es ja direkt eine andere Sorte. Ich denke, da können wir uns in Deutschland auch auf einiges freuen. Wir würden uns auch noch interessieren, wie viele Sorten ihr denn im Social Club erwerben wollen würdet. Ganz realistisch mal denken, am Anfang, wenn die Social Clubs, denke ich, nicht Vollgas geben können und schon eine riesen Auswahl anbieten können, sondern es wird dann erstmal Wert gelegt auf verlässliche Sorten, vielleicht von guten Cuts, mal ein Projekt in die Wege zu leiten. Also, was würdet ihr sagen? Wie viele verschiedene Sorten würdet ihr denn gerne haben wollen oder Mindestanforderungen, sagen wir mal? Also A wäre 3 bis 4 Sorten sind auf jeden Fall gut. Wer wäre dafür? Okay, also ist noch zu wenig. Wer würde schon mit 8 Sorten zufrieden sein? Okay, danke. Und wer würde sagen, okay, mindestens 10 Sorten sollten das schon sein? Okay, aber auch mit Extrakten, Hasch, Rosen, also auch schon eine große Auswahl und nicht nur für Blüten sozusagen. Das ist ja auch schon ziemlich direkt. Die richtigen Feinschmecker hier. Umso mehr brauchen wir Leute, die sich dann auch aktiv auch damit beschäftigen, damit wir das Ganze auch anbieten können, weil hinter dem Ganzen ja auch natürlich viel Arbeit, auch durchgängige Arbeit entsteht, auch wenn vielleicht eine Woche mal nichts passiert. So. Genau. Okay, vielen Dank. Sowas wie Leihgeräte im Social Club. Ich war jetzt beispielsweise Anfang des Jahres im März auf der Spannabis-Messe in Barcelona, hatte da das Ganze gerade mit einem mehrtägigen Aufenthalt dann generell in der Stadt mal verbunden und hat mir da mal den ein oder anderen Social Club angeguckt. In ein, zwei Clubs ist mir aufgefallen, dass dort Leihgeräte angeboten werden, dann auch unentgeltlich, sprich, da muss man nicht mal was in die Spendenkasse werfen, sondern da wird gerade noch die Bon geputzt oder der Vaporizer fertig gemacht und dann kann man loslegen. Wäre das denn auch etwas für euch, was ihr euch wünschen würdet direkt zu Beginn? Oder sagt ihr, nee, das brauche ich nicht, ich hab lieber mein eigenes Bier? Ah, ja, wärt ihr? Ich denke, sowas wie ein Volcano gefällt einigen von euch. Genau. Braucht nicht jeder mal seinen eigenen Scheiß zu kaufen. Gemeinsam statt einsam. So sieht's aus. Genau, also das Coole auch immer an diesen Ortsgruppen oder beziehungsweise CSCs, Vereinen, also auch DRV-Ortsgruppen ist ja auch unser Austausch, weil wir... Also meine Erfahrung auch, ich hatte vorher noch nie so eine Gruppe, mit denen ich tatsächlich mal von vorne bis hinten über alle Themen, was mit Cannabis, Hanf alles zu tun hat, auch sprechen konnte. Also es gibt sehr, sehr viel Austausch, man lernt sehr, sehr viel über sich hinaus, man lernt halt auch viele Fakten, Wissen, die man sonst wahrscheinlich nie mitbekommen würde, außer man würde sich 100.000 Stunden irgendwie ins Internet und in Bücher reinsetzen. So. Aber so ist es halt ein sehr dynamischer Austausch deutschlandweit, dass wir auch sehen können, ich komme aus Norddeutschland, dann haben wir welche, die kommen halt aus Nordrhein-Westfalen oder auch Bayern und so weiter. Und da merkt man auch die Unterschiede, wie wichtig das auch den Leuten ist, dass sie auch tatsächlich auf die Straße gehen. Zum Beispiel in Bayern sehen wir ja auch viel, viel mehr Leute auf den Straßen. Genau. Und da müssen wir uns dann halt auch nicht mehr verstecken. Wir gehen halt auch gemeinsam auch in Cafés, in Bars und so weiter und wir zeigen uns und ja, sind aktiv. Ich würde sogar noch kurz was ergänzen, weil du hast von den Sachen gesprochen, die so weit weg sind und dass man das erkennt, aber das eigentlich Krasse immer wieder ist gerade, was in der direkten Umgebung eigentlich schon da ist an Menschen, die Ahnung haben und
die sich die ganze Zeit verstecken mussten, man die also nie die Möglichkeit hatte, aufeinander zu treffen. Da sind übelst tolle Menschen dabei. Also ja, ich war jetzt gerade so in den letzten paar Wochen sehr, sehr viele Leute einfach kennengelernt, wo man halt merkt, okay, das passt einfach und man möchte auch wirklich gerne einen Verein zusammen machen, einfach nicht nur um da zu kiffen, sage ich mal, sondern wirklich um einen richtigen Verein, auch ein Vereinsleben zu haben. Das fand ich fast noch, also schöner noch mal, aber so ein bisschen inspirierender auch für mich selber. Ich kann auch gerne einer von euch beiden gerade noch zur vorletzten Folie was sagen, zum Bundesverfassungsgericht. Wir hatten ja vorhin schon angerissen, wann wir denn wieder mit einer Entscheidung dann rechnen können, sprich nach der Sommerpause wird sich da mal hoffentlich was tun. Ich hoffe, ihr drückt alle mit die Daumen. Ist ja mittlerweile ja recht wichtig Daumen geworden. Daumen drücken, mitmachen. Mitmachen. Ja, das Bundesverfassungsgericht wollte eigentlich jetzt bis zur Sommerpause was liefern. Also ich glaube, im zweiten Quartal war angesagt. Das zweite Quartal endet quasi mit dem sechsten Monat. Dementsprechend ist das wohl nicht der Fall. Also wir warten und warten und warten. Und ich glaube, es sind schon knapp 3 Jahre, wo wir jetzt auf die Richtervorlagen von Richter Müller warten. Da gab es natürlich auch einen riesen Tweetstorm. Da gab es richtig viel Trubel drum. Und es sind auch noch mehr Anträge geworden. Ich glaube, es sind inzwischen 17 Anträge von 3 Amtsgerichten. Genau, zum Drug-Checking wollte ich nur schnell sagen, wir haben ja jetzt hier in Berlin endlich das Projekt, was anläuft und so, was man so hört, das scheint auch ganz gut zu werden. In Thüringen gibt es das schon seit ein paar Jahren, ich kann leider jetzt nicht mehr genaue Jahr sagen, die haben immer so einen kleinen lustigen Bus, der dann von Veranstaltern eingeladen werden kann. Auch ein Konzept, was ich gleich auf dem ersten Moment lieben gelernt habe, weil man halt einfach sehr, sehr offen kommen die Leute mit allem Möglichen dahin, natürlich mit allen möglichen Drogen, und kriegen nicht nur eine Beratung, sondern sie sind auch offen für diese Beratung. Was so auf der Straße würdest du ja niemals irgendwo hingehen und würdest sagen, ja, erzähl mir jetzt mal was über meine Droge, die ich da jetzt gerade konsumiere, sondern ich weiß es ja besser sozusagen. Und in dem Moment war das wirklich sehr, sehr offen, sehr, aber auch nicht von oben herab, sondern wirklich ein schönes Gespräch auf Augenhöhe. Man hat das dort diese Substanzen dort praktisch getestet und dann konnte man halt auch wirklich eine Konsumempfehlung dürfen die ja nicht geben, aber man konnte dann halt wirklich ganz klipp und klar sagen, guck mal, da ist Schwermetall drin, da ist, es ist halt nicht irgendwie Crystal, was du dir gerade vorstellst, sondern es ist halt irgendwelcher Dreck, so nimm das lieber nicht, und dass die Leute auch wirklich verstehen. Also dieses Drug-Screening, auch ein ganz großes Ding, was sehr wichtig sein wird für die ganze Bewegung. Genau. Let's go. Genau, und deswegen auch schon direkt die Frage auch in die Zukunft. Was glaubt ihr denn, wann werden wir das erste Erntedankfest feiern? Also wo wir dann auch das Cannabis legal auch alle konsumieren können. Und zwar im Rahmen der CSCs. Ja, natürlich. Also wir sprechen die ganze Zeit hier von CSCs, also vor allem Vereinsstrukturen, ne? Die erste Antwort wäre Januar 2024, also schon sehr optimistisch, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres. Wer sagt das? Wer ist dafür? Sehr gut. Da hoffen wir, dass wir auch daran festhalten. Und ja, wer wäre für B, also für ungefähr den 12.8.24, also bei der Hanfparade nächstes Jahr? Okay, hoffen wir. Wer wäre denn für C, also den 6.5., wo auch der Global Marijuana Marsch ist? Okay. Also ich merke, ihr seid alle noch alle gut in der Stimmung, dass es mal langsam hier Früchte zieht und wir dann nächstes Jahr vielleicht schon spätestens auf der Hanfparade nächstes Jahr am 12.8. dann loslegen können alle mal unsere Gläser mit dabei haben. Frage oder Antwort, die hätte mich jetzt aber auch nochmal interessiert, ob wir denn so Skeptiker unter uns haben. Also natürlich darf natürlich, ist auch berechtigt. Gibt es denn D? Wer glaubt, dass es nicht 2025 legalisiert wird, wurde schon so oft enttäuscht, dass es weiter so laufen wird? Okay. Wollen wir eine Frage noch annehmen für den Abschluss? So, aber echt nur eine kurze Mini-Frage oder Aussage? Bitte auch wirklich im Fragestil kein Statement. Dann hier vorne einmal bitte noch. Danke. Genau. Müssen wir nämlich auch schon runter. Okay, dann halte ich mich kurz. Erstmal vielen Dank, dass ihr dieses Panel gemacht habt. Danke für euren Mut. Man hat gemerkt, beim einen oder anderen war es das erste Mal. Deshalb vielleicht auch pünktlich anfangen. Dann haben andere Leute hier eine Pause. Was mich wirklich geärgert hat, muss ich sagen, ist das Thema Junkies. Also wer sich mit Substanzen und Drogen auseinandersetzt und da das Wort benutzt, Leute, geht gar nicht. Ja, also wir sind Substanzgebraucherinnen, Substanzgebraucher, von mir aus Drogenabhängige.
aber kein Vergleich mit Müll und Abfall. Zum Thema Drug-Checking, das ist seit Freitag erlaubt deutschlandweit, ne? Also die Koalition hat das jetzt seit Freitag erlaubt und das ist wichtig, dass jetzt in ganz Deutschland es abgeschafft wurde, dass Drug-Checking verboten ist. Zum Thema Edibles, bitte nehmt das Thema Elternaufklärung mit rein, weil das ein ganz, ganz wichtiges ist und Eltern können da viel, viel mehr bewirken. Und bevor ich zu meiner Frage komme, nochmal wirklich ein großer Dank an eure Unterstützung, das, was ihr im Discord macht, wie ihr das halt öffentlich macht, das ist ganz, ganz großes Kino, macht da weiter. Und da geht meine Frage hin, ja bitte, applaudiert gerne mal dafür. Wie nutzt ihr politische Teilhabe, wie kommt ihr aus eurer Bubble raus? Das ist mir wichtig. Danke. Vielleicht kann ich da auf ein kleines Projekt, was aus sehr, sehr vielen CSTs entstanden ist. Wir haben uns zu einem Positionspapier zusammengefunden oder uns dazu abgestimmt. Genau, steht auch hier in den Links irgendwo mit drin. Was denn? Okay. Genau, also das war jetzt so das Erste, dass wir uns wirklich versuchen, erstmal so zu vernetzen, aber natürlich, dass wir dann auch auf größere Organisationen, die es jetzt schon gibt, also auch zum Beispiel auf den DHV oder in Verbindung mit dem DHV versuchen natürlich auch Sachen zusammenzumachen. Wie weit das dann jetzt geht, müssen wir dann in den nächsten Monaten sehen, wenn wirklich auch konkrete Sachen vom Gesetzgeber einfach vorliegen. Genau. Wie gesagt, wer sich gerne dazu unsere Position durchlesen möchte, steht auf 11 wunderbaren Seiten. Diese Positionspapiere gerne mal lesen. Ist von inzwischen, ich glaube, über 40, auf jeden Fall über 40 CSTs auch gezeichnet worden. Lieb, NCOT, sehr, sehr viele Unterstützer mit dabei. Gerne mal da reingucken. Das ist das, was wir auch, weil wir auch auf solchen Sachen dann noch ein bisschen besser eingehen können, weil die anderthalb Stunden sind halt jetzt auch, kann man nicht alles so gut abdecken, sage ich mal. Zu den Junkies möchte ich aber gerne noch was sagen. Das haben wir reingebracht wieder, um einfach so ein bisschen zu triggern, die Frage. Also war aber wir nehmen es mit auf jeden Fall. Danke. Ja, das war auf jeden Fall ein kurzer Überblick auch einmal in die Geschichte, aber auch einmal in die Zukunft. Ah, okay. Ja, ich kann mal kurz über meinen Aktivismus sprechen. Ich bin auch seit 2017 aktiv und habe die Hanffreunde Braunschweig mitgegründet, auch ein Verein. Und wir sind 2019 dem DHV angeschlossen, also eine Ortsgruppe. Bedeutet, wir machen nicht nur Öffentlichkeitsarbeit direkt vor Ort mit den BürgerInnen, sondern auch mit PolitikerInnen versuchen wir zu sprechen. Wir versuchen auch generell Veranstaltungen zu machen, natürlich auch unsere Demonstrationen, unsere Global Mariana March, unsere 420s und weitere, wo wir also mit einem Infostand auch dastehen und den Menschen das nah ranbringen sozusagen. Und ich versuche halt auf ganz vielen diversen anderen Veranstaltungen auch zu gehen, wo ich mich dann halt auch mit dem Thema auch vorstelle und das überhaupt zur Thematik mache, weil mir halt gerade Entstigmatisierung mein oberstes Ziel ist. Danach halt auch das Thema Racial Profiling und dann die Entkriminalisierung. Also es ist halt für mich ein Riesenthema, weil das super viele Lebensrealitäten, Existenzen zerstört und dieses Verbot verfassungswidrig ist. Und dafür kämpfen wir da halt auch, dass wir darauf aufmerksam machen, damit das sofort aufgeklärt wird, damit wir dann auch vorankommen. Genau, das ist so. Dann würde ich jetzt aus Zeitgründen den Peer noch schnell um ein letztes Statement bitten. Dann könnte Asra dann Schluss machen. Sorry, Philipp. Ja, natürlich haben wir politische Connection. Wir arbeiten zum einen mit der SPD zusammen. Wir haben da einen direkten Draht zum Tim Klüssendorf. Dort haben wir natürlich auch unser Positionspapier eingereicht, was die Basis unserer ganzen politischen Sache wird. Daher sind wir natürlich stark dran, weitere Leute da reinzuholen. Wir haben eine ganze Liste mit Mailings vorbereitet und rausgeschickt und warten da auf Feedback, gehen dem Ganzen noch weiter nach. Wie gesagt, wir hängen mit LEAP, mit NCOT, mit Ortsgruppen vom DHV und auch mit dem Dachverband der CSCs zusammen. Die sind dort alle drauf. Wir arbeiten dabei, da 50 CSCs hinterzukriegen. Ihr habt gesehen, es gibt ungefähr 150. Wir haben also noch zwei Drittel zu schaffen. Dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn wir uns da alle auf eine Position einigen und dann auch gemeinsam an die Politik herantreten. Genau. Zum Abschluss würde ich da auch nochmal gerne speziell darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass wir jeder Einzelne, der auch hier sitzt oder generell sich auch mit dem Thema beschäftigt oder nicht beschäftigt, also es ist halt ein Thema, was uns alle betrifft. Also wir sollten alle Menschen mit einholen, nicht nur die Menschen, die selbst PatientInnen sind oder KonsumentInnen sind oder halt Menschen in ihrer Umgebung haben, die das machen, sondern
Also wir sollten solidarisch auch miteinander sein. Ich finde halt auch, dass wir in den Gruppen auch mit Netzwerken sind wir viel, viel größer. Das merken wir bei den CSCs und mit dem DAV, dass wir viel, viel schneller wachsen konnten. Auch in den allein den letzten 3 Jahren haben wir super viele neue Ortsgruppen dazu bekommen, die in den verschiedensten Städten halt auch Global Marijuana Marshes und generell Veranstaltungen machen, die es sonst vorher gar nicht auf der Straße gab, weil so viele Menschen noch komplett mit der Stigmatisierung zu kämpfen haben und sagen so, nee, wenn mein Chef das sehen würde oder sonst irgendwelche, ich nenne es jetzt einfach mal Ausreden, weil wir leben in einer Demokratie, wir sind alle Teil der Demokratie, wir gehören zur Gesellschaft, also sollten wir auch genauso sichtbar sein, denn mit dem Statement könnten wir auch sagen, wir sind nicht Kriminelle, sondern wir sind Menschen, wir sind Genuss, nur weil wir keinen Alkohol trinken, heißt es nicht, dass wir nicht auch das machen können. Und wir lassen uns nicht kriminalisieren, nicht einsperren. Und dafür brauchen wir jede einzelne Stimme von euch, weil sonst funktioniert das halt auch nicht. Die nächste größte Aktion wäre dann jetzt die Hanfparade. Spreche ich nochmal ganz kurz in 2 Sätzen an. 12.8. ist ein Samstag im August. Sprich in 5-6 Wochen gerade nochmal nach Berlin kommen, für die, die von außerhalb sind. Da können wir nochmal richtig laut werden, alle gemeinsam, ob Handverband, Social Club, Apotheker, Konsument, wer auch immer, jeder ist eingeladen, nochmal richtig viele Leute auf die Straße bringen. Es kann ja nicht sein, dass wir nur mit 2-3.000 Leuten hier über die Straßen Berlins ziehen, wenn die Stadt allein schon 3 Millionen Einwohner hat. Das ist im Grunde auch unser Hauptproblem in der Cannabis-Szene, weil so viele Menschen sich verstecken und gar nicht erst aufmerksam machen, sich selbst repräsentieren und sagen so, hey, here I am, so, wir machen das jetzt und das ist auch nichts Schlimmes sozusagen, damit wir überhaupt rauskommen aus diesem Reefer Madness, wer diesen Film kennt oder die ganze Prohibitionswerbung, Propaganda. Und deswegen liegt es auch an uns sozusagen, dass wir das Ganze auch ein anderes, neues Bild auch schaffen und keine neuen Klischees auch entwerfen, sondern genau für die Aufklärung auch sorgen. Und uns wurde vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als wir hier beim 2020 bei Mary Jane waren, haben sich so viele Leute nicht bei uns anmelden wollen oder gesagt, so, ach, das brauchen wir doch nicht mehr, die Legalisierung ist doch schon da und jetzt sitzen wir hier immer noch, weil so viele Menschen sagen, es läuft doch, ich muss ja nichts machen, so. Aber ich sag euch, das ist ein Dominoeffekt, je mehr Menschen dabei sind, desto schneller geht es, je mehr Menschen dazwischendurch mal rausfallen, desto länger wird es warten, dauern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, also falls ihr noch Interesse habt, könnt ihr gerne zu unseren DHV-Stand kommen, wir haben keinen Shop, aber genau, wir sind auch noch für Gespräche offen, auch falls ihr eine Gruppe gründen wollt, ihr könnt euch, wie gesagt, auch online, auch über Discord und so weiter, auch mit uns connecten, damit wir auch stärker werden gemeinsam. Vielen Schluss Dank. Mit Krimi, Cannabis legal. Liebe Gäste, I'm Mary Jane, vielen Dank an unsere Speakers da, super, super, vielen Dank.